Willkommen zu einem neuen Zaubertrick. Hierfür darfst du dir eine Karte auswählen. Das machst du, indem du irgendwo stoppst. Stopp. Hier. Dann merkst du dir bitte diese Karte einmal. Mhm. Sie wird wieder irgendwo zurück ins Spiel gesteckt. Ich kann das Spiel nochmal abheben und vielleicht noch ein paar Mal durchmixen. So, jetzt werde ich mir 4 Karten raussuchen. Das war schon gleich die erste. Und ich denke, von diesen 4 Karten, die ich raussuche, also ich hoffe es von diesen 4 Karten, die ich raussuche, dass eine Karte davon deine sein wird. Also, dann habe ich hier noch diese hier. Und dann noch, welche Karte können wir hier noch nehmen? Keine Angst, wenn das so lange dauert, ich verschnelle das bestimmt noch. Okay, das waren alle 4 Karten. Okay, das waren alle 4 Karten. Dann passt mal auf. Ich zeige euch jetzt mal die 4 Karten, die ich rausgesucht habe. Es war in diesem Fall einmal hier der Karo König, ja, das Karo Ass, der Pik König, der Herz König und die Kreuz Dame. Hier ist eine Karte rausgefallen, es war das Karo Ass. Ist aber nicht so schlimm, es kommt einfach wieder ins Spiel hinein. So, diese 4 Karten lege ich jetzt mal auf den Tisch. Okay, und du sagst mir bitte ganz laut, was war deine Karte? Karo 10. Karo 10. Und voilà, hier auf dem Tisch habe ich die Karo 10 zu liegen. Doch was noch viel cooler ist, dass die anderen 3 Karten auch zu 10 geworden sind. Das war der Kartentrick. Bis zum nächsten Mal. Ciao.